Hallo zusammen! Nachdem wir beim letzten Mal Ivanka befragt haben, ist diesmal ein neuer Gast bei mir. Und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, sitzen wir in Victorias Schlafzimmer. Wahrscheinlich ist also Susan Höcke unser Gast und ich habe sie dabei. Hallo, willkommen bei mir im privaten Reich, also besser gesagt von Victoria, in meinem wunderschönen Schlafzimmer. Hallo. Ja, Susan, bei dir in deiner Rolle als Victoria ist ja derzeit Thema Leukämie ganz groß geschrieben. Und die Maike aus Walhausen möchte gerne wissen, wie es denn ist, eine todkranke Frau zu spielen und wie du dich darauf vorbereitet hast. Es ist eine wahnsinnige Herausforderung, eine Todkranke zu spielen, besonders in unserem Format, wo wir einfach fast 5 Tage die Woche oder eigentlich 5 Tage die Woche drehen, von morgens bis abends. Und das war jetzt auch nicht ein kurzer Abschnitt, sondern ich habe jetzt, glaube ich, 5 Monate lang den Leidensweg von Victoria beschrieben und auch versucht, so gut es geht, irgendwie darzustellen. Natürlich, ich selbst war noch nie so sehr krank und deswegen hoffe ich einfach auch, dass ich da niemanden irgendwie vor den Kopf gestoßen habe oder etwas falsch dargestellt habe. Ich habe einfach probiert, so gut es geht, dem nachzuempfinden und darzustellen, wie es einem Menschen geht, der an so einer Krankheit leidet und wie ich mich darauf vorbereitet habe. Ich habe ja nun schon sehr weit im Vorfeld gewusst, dass das auf Victoria zustößt, dass sie sehr krank wird. Und dann habe ich natürlich versucht, mich so gut es geht. Also ich war sehr viel mit der Deutschen Krebshilfe in Kontakt. Die haben mir Berichthefte, Kontakte eben zu Ärzten gemacht, zu Patienten, dass ich die Möglichkeit hatte, mich über die Krankheit zu informieren. Und da habe ich dann natürlich versucht, irgendwie das, was für Victoria passend war, mit in meine Rolle zu nehmen und in die Arbeit mit zu involvieren. Und ja, ich hoffe, es ist mir gelungen. Die Gabi aus Bar in der Schweiz möchte gern wissen, was schwieriger bzw. interessanter zu spielen ist. Die todkranke Victoria oder die taffe Geschäftsfrau Victoria? Ja, es ist definitiv schwieriger, jemanden darzustellen, der unter so einer Krankheit leidet. Und es ist für mich persönlich auch die größere Herausforderung gewesen und deswegen auch sehr interessant, weil ich da was gespielt habe, was ich selber noch nie erlebt habe und deswegen eine sehr große Herausforderung für mich war. Und wie gesagt, es ist nicht einfach, weil man über so einen langen Zeitraum das dann irgendwie miterlebt und dann natürlich auch mit nach Hause nimmt. Also du machst dir halt den ganzen Tag oder wenn du Pause hast, überlegst du, wie kannst du das darstellen, wie machst du das. Man will natürlich auch nichts falsch machen, man möchte natürlich auch nicht das zu intensiv, zu leiden. Das ist ja dann natürlich auch für den Zuschauer eher anstrengend. Sowas, die möchten sich am Nachmittag irgendwie den Kopf frei kriegen und sich berieseln lassen vom Sturm. Und da musst du natürlich auch aufpassen, dass du es nicht zu tragisch spielst. Aber letztendlich ist so eine Krankheit tragisch. Und da so einen Mittelweg zu finden, um auch alle in irgendeiner Art und Weise zufriedenzustellen und das authentisch darzustellen, war sehr schwierig. Es macht natürlich viel mehr Spaß, die charmante, humorvolle Victoria zu spielen. Aber das fand ich einfach auch so toll, dass aus dieser Figur eben, dass sie einen ganz anderen Konflikt bekommen hat. Und das war für mich einfach auch die Herausforderung. So eine tolle, starke, lebensbejahende Frau kriegt auf einmal diesen intensiven Konflikt, nicht einen Konflikt mit irgendwelchen Männern oder irgendwas, sondern einen eigenen. Und das fand ich ganz, ganz interessant und war eine schauspielerische, große Herausforderung für mich. Und ich bin auch ganz dankbar an die Autoren, dass die mir so eine intensive Geschichte geschrieben haben. Danke nochmal, falls ihr das jetzt seht. Eberhard aus Hannover, übrigens selbst Glatzenträger, würde gerne wissen, ob du tatsächlich eine Glatze hattest als Victoria oder ob tatsächlich die Maske inzwischen so gut ist, dass man das nicht mehr merkt. Wie man sieht, ich habe keine Glatze. Das ist jetzt auch keine Perücke, die von Victoria, die ist dann eher doch etwas voluminöser. Ich habe leider nicht so viel Haar. Das ist tatsächlich die Arbeit von einem unglaublich guten Maskenbildner. Das ist einer der besten in Deutschland. Den haben wir dann extra hierfür engagiert, dass er der Victoria praktisch diese Frisur schenkt irgendwie. Also es ist dann ähnlich wie bei der Perücke wird das gemacht, dass meine Haare ganz so kleine Strähnen so eingezwirbelt
aufgewirbelt werden, dann werden die so rangelegt, festgemacht und dann ist es ein Riesenprozedere. Es wurde ein Gipsabdruck von meinem Kopf gemacht, somit hat er dann gewusst, wie groß mein Kopf ist und hat dann praktisch aus Gummi mir so eine Haube gemacht, die dann verspachtelt wurde mit meiner eigenen Haut und deswegen sah das so unglaublich authentisch aus. Also meine Haare sind noch dran, zum Glück. Almina aus Wiesbaden würde gerne wissen, welche Momente du bei Sturm der Liebe bislang am meisten genossen hast und in welche Rolle du mal schlüpfen würdest gerne. Ach Gott, das sind jetzt 2 Jahre, da bestimmte Momente herauszupicken, ist sehr schwierig. Ich kann es an Kollegen festmachen. Ich liebe es mit meinem Bruder Felix alias Martin Gruber oder mit René Oltmanns Simon Knopka zu arbeiten, weil es auch einfach Menschen sind, die ich über so einen langen Zeitraum auch kenne, da ist einfach die Basis da. Man hat den Text und daraus agieren wir dann. Dann ist einfach auch ein ganz anderes Spiel gegeben irgendwie. Und es macht uns einfach Spaß, miteinander zu arbeiten, miteinander zu agieren. Und da kommen dann irrsinnig lustige und komische Momente dabei raus. Was war denn jetzt? Ich überlege mal. Natürlich ist es auch, ich bin ein Stadtkind, ich komme aus Berlin und deswegen finde ich das natürlich auch geil, wenn wir mal im Pferdestall drehen oder irgendwo auf einer Wiese. Und das ist einfach so, gibt einem total viel. Man kommt da morgens um 7 an, sitzt dann in der Maske und es ist ruhig. Man hört kein Auto, man hört keinen Lärm, man hört irgendwie Kuhglocken und so. Und das ist einfach, sind so unglaublich tolle Momente. Und da arbeiten zu dürfen, macht natürlich irrsinnig viel Spaß. Und in welche Rolle ich gerne schlüpfen wollen würde, der Pachmeier. Ich finde Pachmeier super. Also erstens, weil ich gerne mal einfach einen Mann spielen wollen würde, dann ist es auch nochmal ein Mann, der etwas älter ist und dem verzeiht man einfach alles. Also der hat einfach so einen großartigen Humor mit seinem Rumgezicke und Rumgemeckere finde auch den Philipp Sonntag großartig und schaue da mal mit geöffneten Augen zu, wenn der arbeitet, weil ich es einfach ganz toll finde, wie er arbeitet und wie er agiert. Den Pachmeier fände ich lustig zu spielen, einen Tag mal. Hätte ich Lust drauf. Katja aus Karlsruhe würde gerne wissen, wie so ein Drehalltag für dich aussieht, wie viel Text du zu lernen hast, wie viel Zeit für die Maske drauf geht, wie lange du überhaupt am Set bist und so weiter. Also es ist so bei uns, dass wir die Werktage eben arbeiten, 5 Tage die Woche, am Wochenende haben wir frei, wo ich dann, also ich habe mir das auch so gemacht, dass ich am Wochenende den Text lerne, halt die ganzen Szenen schon vorlerne, dass ich dann den Stress nicht in der Woche habe und somit auch einfach einen guten Überblick über die ganze Woche habe. Und dann sieht es so aus, dass wir fast wirklich jeden Tag arbeiten. Wir drehen von morgens um 9 bis abends um 8. Wir drehen mit 2 Teams, also ein Team im Studio, ein Team außen. Man hat 1 Stunde Maskenzeit, Maske, Kostüm, Frühstücken. Also wir haben morgens halt 1 Stunde für uns und dann ist es bei mir ist es so, also während der Krebserkrankung hatte ich ja nun überhaupt gar kein Make-up, da hatte ich eine Maskenzeit von 10 Minuten, das war super. Weil ich mag das nicht so, da still auf dem Stuhl sitzen und dann tüdelütü und wird einem da im Gesicht rumfuhrwerkt. Also das fand ich sehr angenehm. Und sonst ist es halt so, wenn ich jetzt so ganz normal bin und normales Make-up bekomme, dann haben wir so 1/2 Stunde Maskenzeit, 1/4 Stunde Kostüm und dann einfach noch 1/4 Stunde für uns, um Text zu lernen, mit dem Coach durchzugehen. Und dann ist es meistens so, wenn man viel hat, also es ist so manchmal, dass man so 30 Szenen die Woche hat, dann hat man halt am Tag so 7 Szenen und dann arbeitest du von morgens bis abends, kommst dann abends nach Hause, schaust dann nochmal, also das mache ich in den Text nochmal kurz rein für den nächsten Tag und dann durchatmen und Freizeit, die dann noch übrig ist, genießen. So sieht mein Drehtag aus. Da passt auch schon die nächste Frage von Nils aus Passau dazu. Der würde nämlich gerne wissen, was du in deiner Freizeit nach Drehschluss alles so machst. Ja, was ich dann abends mache, ist mich mit Freunden treffen, ich gehe gerne ins Kino, gehe gerne essen und also eigentlich total normal, nichts Besonderes. Ich bin, glaube ich, so wie jeder, der abends nach der Arbeit nach Hause kommt, irgendwie viel mit Freunden treffen. Also das ist so das, was ich mache. Und am Wochenende dann natürlich schaue ich, dass ich nach Berlin komme, wo ich jetzt auch bald wieder bin, wenn es vorbei ist. Ich freue mich gerade total aufs Nachhausekommen, weil da eben auch ganz viele Freunde von mir sind. Und
Ja, das so sieht meine Hobbys oder besser gesagt meine Freizeit aus. Und das war jetzt nicht viel während des Sturms. Also es war schon sehr, sehr zeitaufwendig. Und dann hat man eben probiert, in der wenigen Zeit dann so viel wie möglich reinzupacken. Und da bin ich dann auch so ein Kandidat für das muss ich noch machen und das und den muss ich noch sehen und alles am besten auf einmal. Und das war in Berlin halt so toll, denn weil immer irgendwie die ganzen Leute wussten, na, die Susan kommen, dann haben wir immer alle abends was zusammen gemacht. So hatte ich dann alle abgefrühstückt, was dann auch sehr intensiv war und sehr schön. Carmen aus Mannheim fragt, ob du noch Kontakt zu ehemaligen Stunde-Liebe-Kollegen hast. Oh ja, ich bin sehr intensiv mit der Anna Angelina im Kontakt. Wir hatten uns gesehen damals und ineinander verliebt, also jetzt nicht so verliebt, wie ihr es verstehen könnt. Anna Angelina war die, die damals die Rolle Leonie übernommen hat. Und mit der bin ich jeden Tag, also wir sind jeden Tag am Telefonieren und es ist eine ganz, ganz intensive Freundschaft draus geworden. Und ich war auch mit der Anna zusammen jetzt im Urlaub über Weihnachten, haben wir so ein Beauty-Wellness-Wochenende gemacht, was super war. Wir zwei mit einer Flasche Champagner in einer heißen Badewanne. Wir haben nur nicht daran gedacht, dass wenn es warm ist in der Wanne, der Champagner auch anders knallt. Saßen wir sehr beschwipst in der Wanne und hatten sehr großartigen, lustigen Urlaub zusammen. Und das machen wir jetzt auch, wenn ich fertig bin, wollen wir wieder zusammen irgendwie in die Sonne fliegen. Und mit wem ich auch ganz intensiv im Kontakt bin, ist die Ines, die damals die Miriam gespielt hat. Die kommt jetzt auch und hilft mir bei meinem Umzug, wo ich mich auch ganz doll drauf freue. Und das sind so die zwei, mit denen ich sehr, sehr viel Kontakt habe. Ansonsten eigentlich sind ja noch alle da, die ich, also die aus früheren Folgen habe ich dann viele eben nicht erlebt und die ich erlebt habe, drehen jetzt auch noch mit mir. Also sind jetzt nicht so viele gegangen. Bianca aus Erfurt möchte gerne wissen, was dein allererster Berufswunsch war, an den du dich erinnern kannst und was du gemacht hättest, wenn du nicht Schauspielerin geworden wärst. Es ist tatsächlich so, dass mein allererster Berufswunsch war, Schauspielerin zu werden. Das liegt daran, dass ich früher als Kind relativ schnell herausbekommen habe, wenn man bockig ist oder wenn man so tut, als wenn man weint, dass die Mama dann relativ schnell springt. Und da habe ich gesehen, dass ich da irgendwo was relativ gut kann, und zwar der Mami was vorspielen. Und da habe ich dann gemerkt, dass das, glaube ich, so was ist, was mir sehr viel Spaß macht. Und habe dann sehr viel als Kind so rumgespielt und bin in andere Figuren geschlüpft und habe dann angefangen, im Schultheater zu spielen. Und genau, das hat mir wahnsinnig viel Spaß bereitet. Und dann dachte ich so, oh, Schauspielerin, das wäre was. Aber aus meiner Familie, also niemand ist jetzt Schauspieler oder im künstlerischen, darstellenden Bereich. Und dann hatte ich mir überlegt, dass ich liebe Sprachen. Also ich war auch auf einer Sprachschule und habe Englisch, Französisch und Spanisch gelernt und im Nachhinein dann noch ein bisschen Italienisch. Und da habe ich dann überlegt, dass das vielleicht auch was für mich wäre im Ausland. Ich liebe es zu reisen und ich habe ganz viel im Ausland auch gelebt. Und da war dann die Überlegung, ob ich nicht vielleicht im Ausland irgendwie arbeiten würde oder eben als Fremdsprachenkorrespondentin. Aber eigentlich war meine Passion, mein Herz, meine Liebe immer die Schauspielerei und ich bin total dankbar, dass ich das zum Beruf machen konnte. Ja. Zu guter Letzt würde Andreas aus Erding gerne wissen, wie gut dir Bayern gefällt als Berlinerin und ob du dir vorstellen könntest, hier sogar sesshaft zu werden. Man würde nicht loben, aber mir als Berliner gefällt es hier nach 2 Jahren ganz gut. Also es hat eine Zeit gebraucht. Am Anfang war ich natürlich sehr, sehr oft in Berlin und war am Wochenende kaum hier und habe kaum irgendwie die Stadt erlebt als Lebestadt, sage ich mal, weil ich eben gearbeitet habe und dann mir nicht so viel angeschaut habe. Und es ist ja auch nicht einfach für uns Berliner. Wir sind ja manchmal sehr ehrlich und haben so unsere Werte sind dann doch woanders. Und dann bin ich hier auf Veranstaltungen gegangen und dachte so, mal gucken die mich denn so komisch an. Na gut, Jeans und Turnschuhe ist hier nicht so, ihr wollt. Und dann, das war so eine Umstellung einfach, auch mit den Menschen so klarzukommen. Was jetzt total übertrieben ist, aber man musste sich so dran gewöhnen, dass man abends, wenn man ausgeht, dass man sich schick macht. Und das ist, finde ich, auch toll irgendwie. Aber in Berlin hast du halt deinen Schnodderlook und gehst auf der Straße und da ist es dir eigentlich scheiße, ja, was du anhast und wer du bist und was du machst. Und damit musste ich jetzt erstmal so zurechtkommen mit der Art der Leute. Und
Es hat so 2 Jahre gedauert und dann bin ich jetzt nach Weihnachten, Silvester war ich in Berlin und bin dann hergeflogen und saß im Flugzeug, wir sind gelandet. Ich so, oh, zu Hause. Und ich so, was? Nein, du hast jetzt nicht gerade gesagt zu Hause. Dann habe ich gemerkt, dass ich angekommen bin. Natürlich liegt es auch an einem Freundeskreis, den man sich aufgebaut hat. Und ich wohne im Glockenbachviertel, das ist einfach so eine wunderschöne Ecke. Ich fühle mich da total zu Hause. Und jetzt will ich gerade irgendwie, habe ich das Gefühl, mir fällt es schwer zu gehen. Ich freue mich natürlich sehr auf Berlin, aber gerade auch jetzt der Winter hier war toll. In Berlin ist es halt dreckig, war der Schnee ist nicht weiß, sondern schwarz. Und hier hast du halt, du hast gleich alles vor der Tür, du fährst raus bis in den Bergen, kannst irgendwie Skifahren gehen und alles. Und München hat schon seine Vorzüge. Und jetzt fühle ich mich echt sehr, sehr, sehr wohl hier. Ja, Susan, das war's. Vielen Dank für die netten Antworten auf die vielen, vielen Fragen. Wir wünschen dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Bis bald. Ja, ich hoffe, ich konnte die Fragen von euch beantworten. Ich habe ja gehört, es gab über 1000 Fragen. Danke für das große Interesse und ich hoffe, ihr habt noch weiterhin viel Spaß mit Victoria und dem Fürstenhof.